Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Infinite Warfare Multiplayer natürlich. Was auch sonst, wir spielen Front auf der Map Frost. Und wir spielen mit Energiewaffen. Was war das bitte? Ach, da hat jemand ein Schild gemacht. Ah, so, okay. Ja, mit der Energiewaffe, weil das unsere Mission ist. Schade. Und ich sollte... Oh Gott, bin ich gerade ein Aiming-Krüppel. Ich sollte mal öfter wieder ein bisschen COD spielen. Gott, bin ich schlecht. Nee, mit der Waffe kann ich gerade gar nicht irgendwie. Das ist auch so eine richtige Hasswaffe von mir, weil die kann ich echt so wirklich null. Das ist ein Problem, weil ich das machen muss. Aber ich guck mal nach, vielleicht habe ich ja noch eine Energiewaffe. Ah, guck mal, ich habe die E-Rad. Nice. Nice, nice, nice. Ja, da kann man nichts machen. Mit der geilen Sandtarnung. Die sieht nämlich echt schön aus. Vielleicht kommen sie ja hier. Ey, ich habe noch keinen einzigen Kill. Ja, okay, gut, die Runde ist eh gleich vorbei. Aber dennoch, ich habe keinen einzigen Kill. Bin gerade richtig scheiße. Von wo waren das jetzt bitte? Hä? Ich dachte, die Fallen... Hä, die Fallen haben doch nach hinten gezeigt. Würdest du mich verarschen? Ey, ist mir runter. Nee, Rinder, lass mal Rinder. Und ich habe ich auch gesehen. Hätte der mich jetzt gekillt, dann wäre ich richtig ausgerastet, ey. Also jetzt nicht so richtig, richtig, sondern eher so, wie war gerade einer. Nee, doch nicht. Okay, ich bin blind. Sondern eher so, du Hurensohn. Deine Mutter. Nein, die Eltern zieht man da nicht mit rein. Ist immer so eine Sache, die macht man nicht. So, dankeschön für den Kill. Immerhin kriegen wir doch jetzt ein paar Punkte noch am Ende. Ah, ich hab den noch. 4 Kills, ey, boah. Also mit mindestens 5 hätte ich ja gerechnet, ne? Aber mit 4... Ich weiß, jetzt sieht ja total lächerlich an, weil 4 ja eigentlich nicht wirklich viel weniger ist. Aber doch, ist es. Es ist weniger, auf jeden Fall. Es geht halt so um diesen... Ja, ich finde die Visitenkarte übrigens ziemlich cool. Da passt dieses Schnelle wieder. Boah, Mensch. Haben wir uns gelevelt. Meine Fresse. Sie haben neue Befehle. So, Crusher. Ich werde mich mal ganz kurz muten, bis... ja, ihr seht ja hier weiter, was ich mache, aber ich mute mich mal kurz, wegen dem Hund. Tut mir leid, anschreiben geht nicht. Okay, da bin ich wieder. Hat man vielleicht gehört, durch dieses Flup, was immer kommt. Jeden Vorteil nutzen. Throwback. Ich glaube, ich werde dann die Folge auch mit Throwback eher nennen und nicht jetzt hier mit Frost, weil Frost war wirklich nur so ein bisschen. Und Throwback wird es eine ganze Runde geben, von daher werde ich da das Thumbnail nehmen. Hier, guck mal, woo! Hier, 2, woo! Bam! Siehst du das? What the f... Hast du gerade...
Wollte der mich gerade mit seinen Fingern zerquetschen? Oder heißt es, du hast so einen kleinen Mikropenis? Nee, keine Ahnung, das ist so eine Geste so von wegen, guck mal, du bist voll und so. Ey, ich kann gerade nicht schießen, was ist los mit mir? Ich bin gerade echt nicht gut. Aber so eine Tage gibt's mal und ich muss aufnehmen. Ich mache das sowieso nie, dass wenn ich eine schlechte Folge habe, also schlecht im Sinne von nichts getroffen, dass ich die dann lösche oder so. Nein, alles an Cut. Wenn ich aufnehme, dann lasse ich es auch. Ey, ich bin gerade mit diesen Jumpen überfordert, ohne Witz. Ich kann dieses Jumpen gerade einfach nicht. Das ist doch nicht mehr machbar hier, ey. Oh, der... Ja, war safe. Ja, ich mag Hardcore. Ja, Headshot auch noch. Auf jeden Fall. Ja, ich mag Hardcore einfach mehr. Es tut mir leid, aber Hardcore ist wirklich so. Der. Hier bei Infinite Warfare ist Hardcore echt gut. So. Oh, da lebt der noch. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Wie das Radar, ne? Es ist so verdammt ver. Das Radar ist total seltsam. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Sorry, aber ich krieg das nicht hin. Guck's dir doch mal an. Was hat der mir denn da angezeigt, ey? Ich bin gerade echt nicht gut. Ich bin gerade richtig kacke. Mann, da wollte ich gerade hochspringen, aber nee, du darfst nicht. Du bist so schlecht, du musst noch schlechter sein. Ich möchte Bodenkämpfe wieder haben. Ja, ich weiß, ich habe schon gesagt, bei Infinite Warfare stört mich das nicht mit dem Rumgejumpen. Stört mich auch an sich nicht. Aber das nächste Call of Duty sollte ein normales COD werden, weil ich finde, ich krieg einfach nichts gebacken. Ich krieg nichts hin. Ich habe einen Kill. Und ich habe nicht mal was Gescheites dabei, um die Drohne kaputt zu machen. Nee, wird nix. Sorry, Freunde, das wird diesmal nichts. Diese Folge wird absoluter Grützpunkt, ey. Da kann ich es auch verstehen, dass ihr die Folge wahrscheinlich dann negativ bewerten werdet. Falls ihr bewertet, mein Gott, ey. Nicht mal da habe ich einen bekommen. Ich spiele einfach zu viel andere Spiele. Bei Titanfall bin ich zwar auch nicht der Beste, aber da bin ich besser als hier gerade irgendwie. Bei Battlefield bin ich ja gerade sogar besser, ey, als hier. So, jetzt nehme ich den Cheater, das Cheater-Modul. Feindliche Drohne. Nee, sorry, also ganz im Ernst. Ihr könnt die Folge hier quitten, es wird eh nichts mehr Gutes passieren wahrscheinlich. Ganz im Ernst. Was ist das denn? Das ist kein Mensch, das ist ein Geschütz, glaube ich. Aber ich habe eine Söldneruniform bekommen, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich so schlecht bin. Ich! Das ist die Folge gewesen. Insgesamt habe ich 5 Kills geschafft. So schlecht. War ich in einer Call of Duty Folge noch nie. Ach ja, Front geht ja weiter. Sorry, habe ich vergessen. Habe ich vergessen, die haben uns so krass fertig gemacht, dass der Front nochmal eine Runde weitergeht. Mensch, die wollen uns echt dynastieren? Nee, macht keinen Sinn. Hier, fickt euch alle. Ach, Granatenkill kriege ich hin. What the fuck, einfach nur. Ich bin doch gerade so im Rainbow-Style. Oh, Mann. Oh, da. Assist! Wie ist der durch meine Schüsse gekommen? Ich habe keinen einzigen Hitmarker bekommen. Wo ist der Penner?
Ja, er trifft mich wohl nicht, hä? Macht Sinn, was ich hier mache? Ja, doch, hat Sinn gemacht. Immerhin, ey. Nee, ich bin gerade zu mehr auf diesen Rainbow-Kurs. Und ich habe jetzt auch mal Modern Warfare Remastered geguckt. Also, was heißt geguckt? Ich hab's mir angeschaut. Aber ich gucke mir selber auch Let's Plays an. Das muss man mal auch dazu sagen. Ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie ihr. Bin jetzt nichts irgendwie... Das war ein schöner... Das war schön. Das sah gut aus. Der Tod. Oh, Mann. Ich bin jetzt nicht so, dass wenn ich nur, weil ich aufnehme und arbeite, dass ich keine Zeit mehr für andere Let's Plays habe. Aber ich gucke mir wirklich nur das an, wo ich mir denke, das wird zu sehen. Also, klar, das macht jeder. Aber ich meine so, das musst du unbedingt sehen. Nicht so von wegen, ich gebe den Klick. Jetzt haben die noch so ein Scheiß-Tor, ey. Ohne Witz. Echt, ey. Wie kann man so eine Punkteserie Tor nennen? Tor ist geiler als das da. Halten wir fest, ich habe einen Kill mit meiner Waffe gemacht und einen Granatenkill, den ich sonst nie schaffe. Fällt euch was auf? Mir schon. Das macht nicht mal Spaß, diese scheiß Punkteserien. Weißt du, fick auf die, auf das Bewegungssystem. Fick auf Boost-Jumps. Scheiß auf Wandlauf. Jetzt! Nee. Nein. Hab keinen Bock mehr. Das macht einfach keinen Sinn, die zu feeden. Es macht keinen Sinn. Ich bin zu schlecht. Die sind zu gut. Viel zu gut. Also die waren wirklich gut. Das muss man ja auch sagen. Die sind gut gewesen. Wahrscheinlich haben die auch so einen geilen Scuff-Controller, so richtig toll, so richtig noobig, ey. Jeder Mensch, der einen Scuff-Controller besitzt und damit zockt, ist ein absoluter Vollspasti, so. Scheißegal, wen ich jetzt hier beleidige, ist mir sowas von Latte. Ganz im Ernst, ich hasse Leute, die so einen Scuff-Controller nutzen. Aber du beleidigst auch alle Profis in COD. Das sind dann keine Profis. Profis spielen nicht mit einem aufgemoddeten Controller. Was ist das? Das wäre so als... Nee, ich mache jetzt kein Beispiel, ich kann das eh nicht so gut. Aber trotzdem. Modifizierte Controller ist nichts Profihaftes. Ganz im Ernst. Ich finde das nicht profihaft. Ohne Scuff ist doch viel geskillter, weil das, was der Hersteller einen gibt als Controller, das ist doch das, womit man spielen sollte. Und nicht noch aufmodsbare Sachen wie zum Beispiel, oh, du kannst springen und schießen gleichzeitig. Und sowas gibt's ja, glaube ich. Oder Burn-Controller, was weiß ich, wie die ganze Scheiße heißt da. Kein Plan, ey. Das ist so armselig, das ist so... Nee, tut mir leid, das war keine gute Folge. Das gebe ich zu, es war eine richtige schlechte Folge. Ich habe sogar einen Rage-Quit gemacht, weil es mir einfach auf den Sack ging, dass ich gestorben bin, obwohl ich meiner Meinung nach... Okay, gut, es ist halt dieses Rumgejumpe. Ich meine, ich bin gerade auf einem Trip, wo ich auf dem Boden laufe. Klar, bei Titanfall laufe ich auch nicht auf dem Boden. Aber da ist man... Da hat man das besser drauf mit dem Rumjumpen. Da ist das alles ein bisschen flüssiger. Da kann man das auch besser als hier. Ich möchte jetzt nicht Infinite Warfare haten. Ich mag das Spiel wirklich. Ich finde es auch immer noch besser als Black Ops. Nur, ich bin halt gerade auf einem Trip, wo ich auf dem Boden laufe, wo ich entweder ein bisschen wachsamer bin wie Rainbow oder ein bisschen taktischer vorangehe wie bei Battlefield. Das ist alles, das ist eher gerade so meins. Deswegen kann ich auch euch jetzt gerade gar keine gute Folge geben. Es tut mir wirklich leid. Naja, was soll man machen? Wir sehen uns in der nächsten Folge von Infinite Warfare. Vielleicht wird es da besser. Aber da ich ja diese Folge jetzt eh gleich aufnehme, glaube ich es eher nicht. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir auch eine Noob-Lobby. Weiß man ja nicht. Mal schauen. Haut rein. Bis zum nächsten Part. Tut mir leid, dass die so scheiße war. Ciao.